Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Elder Scrolls Online. Velaya ist ja immer noch im westlichen Himmelsrand in der Einsamkeit unterwegs und wir haben uns gerade von der Schwarzweite aus an die Oberfläche durchgeprügelt durch das Kastell der Vampire. Und ich lese mal den Queststatus vor. Großkönig Svagrim hat seine Allianz mit der Grauen Schar und deren Pläne, einen Gramsturm über Einsamkeit zu entfesseln, offenbart. Ich muss Svana dabei helfen, einen Weg zu finden, um ihn aufzuhalten. Der Tunnel vor uns sollte zur Oberfläche führen. Ich sollte ihm folgen und nach Einsamkeit zurückkehren. Jo, das haben wir geschafft. Wir sind jetzt wieder an der Oberfläche. Also wenn wir jetzt hier runtergehen, sind wir wieder im Kastell. Hier. Also beziehungsweise in den Tunnelanlagen, in den Höhlen, in den Gängen halt. Und wenn wir darauf gehen, sind wir in Einsamkeit. Gut. Ja, du mich auch. Genau. Na, komm mal her. Hehe. Den Rest macht Isobel, oder? Oder war es Titanenkind? Egal. Innenhof von Kastell Trutz. Ist das Prinzessin Svana? Der Gramsturm, er hat begonnen. Seht, über den Turm des Wolfes. Der Sturm hat sich nur halb gebildet. Mein Vater ist da oben. Öffnet die Tore. Wir gehen voran. Okay. Aber die Gramunholde unter dem Tempel. Wenn sie in die Stadt entkommen... Wir werden das verhindern. Begleitet die Prinzessin und kümmert euch um Svagrim, Partnerin. Ja, es ist der einzige Weg. Ja. Gehen wir. Es gibt wohl nur eine Lösung für dies. Ich hoffe, dass ich der Prinzessin wenigstens, Svana wenigstens ersparen kann, dabei zuschauen zu müssen, wenn ich das beende. Ich bin bei euch, meine Freunde. Die Treppe hoch. Und tschüss. Was heißt hier wow wow? Die bedrohen den armen Hund, aber... Und der Hund beschützt treu sein Herrchen. Das ist ja mal süß irgendwie. Hast du was zu sagen? Ich glaube, der ist einfach nur froh, dass wir gekommen sind. Braver Hund, ganz ehrlich. Da trauert jemand, versucht jemand Wiederbelebung. Ach du Scheiße. Da haben sich die Programmierer aber viel Mühe gegeben. Mit der Inszenierung dieser Szene. Keine Sorge, wir lassen uns nicht hängen. Gut. Sehr immersiv, das muss ich schon sagen. Da wird noch ein Bürger bedroht, das geht ja gar nicht. Komm her. Wir stehen noch. Seid stolz darauf. Ich würde gern mehr für diese Leute tun. Verwundungen heilen zum Beispiel. Kommst du her? Na komm her. Da schaust blöd, hä? Da schaust blöd aus der Wäsche. Ja, nimm's mal mit echten Gegnern auf, du Zipfel. Wollt ihr meinen Aufstieg bezeugen? Radar al-Saran hat ihr Macht jenseits dessen verliehen, was ihr euch vorstellen könnt. Aufstieg? Ich würde das als Abstieg bezeichnen, nicht als Aufstieg. Na, du kriegst es jetzt mit einer Halbgöttin zu tun, mit Velaya nämlich. Was ist mein Job hier?
Tötet Großkönig Svagrim. Okay, dann sind ja keine Fragen mehr offen. Um den Gramsturm aufzuhalten und die Einsamkeit zu retten, muss ich Großkönig Svagrim töten. Gut, wie viel hat der? 820.000, fast 1 Million Leben. Das könnte ein bisschen hart werden. Gut, ich bin darauf eingestellt, dass ich Isabel heilen muss. Dann wollen wir mal. Komm her. Und gegen Untote habe ich auch die Kriegergildens, die gerade Sinn machen drin. Ich muss Isabels Leben links oben im Auge behalten. Aha. Das sind so eine Art Teleporter, da kommen dann diese Gram-Unholde. Also für einen Gramsturm ist er relativ klein. Die in der Wildnis, die ich schon öfters bekämpfen musste, sind größer. Und da braucht man dann auch eine ganze Armee an Mitspielern. Die Bogen-Ulti? Ja, das tut weh, ne? Das tat sicher weh. Svana haut wirklich mit drauf, also... Ich meine, es ist immerhin ihr Vater, ne, das da oben, aber sie hat wohl begriffen, dass das nicht mehr länger ihr Vater ist. Wo ist denn Isabel? Isabel geht's gut, der Lebensanzeiger oben links nachzuurteilen. Ich muss ab und zu mal auf die Ads draufhauen, dass sie nicht überhand nehmen. Sonst verlieren wir das nicht wegen dem Boss hier, sondern wegen der... Was bist du? Ein Gargoyle, okay. Fliegende Klinge gefällig? Da hast du ein paar... Aufstieg nennt er das, meine Güte. Aufstieg. Dämon. Warum tut sie das euren eigenen Leuten an? Nur weil er Macht besessen ist. Macht geil. Er glaubt, dass ihn das hier zu irgendwas Besserem macht. Hast du gehört? Der Fasel von Aufstieg. Wo ist er denn jetzt eigentlich? Ah, Trankwurf, okay. Synergie. Wir stehen noch. Seid stolz darauf. Okay. Das war für Mutter. Für Einsamkeit. Und für alle Seelen im Himmelsrand. Euer Ehrgeiz, eure Gier. Seht doch, was sie angerichtet haben. Wir müssen uns beeilen. Jetzt wollte ich das gerade ein bisschen besser in die Kamera rücken. Was bist denn du? Ein Gargoyle, ja, der wäre sicher auch noch gekommen, wenn wir länger gebraucht hätten für den Kampf. Ach ja. Jetzt wird es noch einen Epilog geben, nehme ich an. Arme Svana. Aber ab jetzt ist sie die Großkönigin, würde ich sagen. Sie ist ja... Das ist jetzt dann ihr Job, ne? Sie hat sich ja auch als fake bewiesen. Kann man denn das sagen? Wohin? Sprecht mit Svana. Ist die im Blauen Palast oder wo? Mein Vater verriet alles, um der Grauen Schar zu helfen. Mit seinem Tod ist Einsamkeit gerettet. Ja, und wie geht's dir bei der Sache? Es ist vollbracht. Wir haben meinen Vater getötet und den Gramsturm beendet. Die Stadt steht noch. Himmelsrand steht noch. Auch wenn der Turm des Wolfes womöglich nicht mehr repariert werden kann. Ja, wie gesagt, geht es euch bei all dem gut, Svana? Nein, natürlich nicht. Mein Vater war der Großkönig des westlichen Himmelsrand. Ich dachte immer, er hätte das Wohl seiner Jarltümer und unserer Leute im Sinn.
Doch da war eine Finsternis. Neid. Verbitterung. Er wollte ganz Himmelsrand beherrschen. Das hätte ihm nicht genügt, glaub mir das. Wenn der mal angefangen hätte, wenn der mal Himmelsrand in seiner Hand gehabt hätte, dann wäre das Kaiserreich als nächstes dran gekommen, ne? Und ein Vampir als Kaiser, das wäre ja wohl das Letzte, was wir brauchen. Also hat er sich der Grauen Schar nur der Macht wegen angeschlossen? Ja, das hat Svagrim wohl. Doch bei Rada al-Saran und der Grauen Schar, ich bin mir nicht so sicher, ob es ihnen nur darum geht. Aber genug davon. Ich muss mich an die Arbeit machen. Da mein Vater tot ist, muss jemand die Scherben auflesen und die Jarltümer wieder aufbauen. Dabei könnte ich dir ja theoretisch helfen. Ich habe schon mehr Häuser ausgebaut. Gibt es noch etwas, was ich für euch tun soll? Nehmt zuallererst im Namen des westlichen Himmelsrands dies. Zusammen mit meinem Dank. Ohne euch wären wir verloren gewesen. Und dann ruht euch aus. Seht nach unseren Freunden. Verletzungen müssen versorgt und Bauwerke instand gesetzt werden. Andere Wunden werden länger zum Heilen brauchen. Wir werden bald noch mehr zu tun haben. Ist das ein Sammlerstück oder was? Monturstil? Ah ja, schau an. Nicht freigeschaltet. Ja, das schalten wir gerade frei. Verändert den Monturstil eurer einbehandelte Waffe in eine Replik des Schwertes Wolf von Einsamkeit. Wenn ich mir das anschauen will. Wolf von Einsamkeit. Müssen wir an einer Monturwerkbank schauen. Dann Graumerschädel-Gedöns. Winterruhe heißt das Set. Ihr könnt mit der Pause-Taste in Ruhe die Werte studieren, wenn euch das interessiert. Was auch immer Rada al-Saran und die Graue Schar vorhatten. Ich glaube, was das westliche Himmelsrand anbelangt, haben wir das Schlimmste hinter uns. Da mein Vater, da Svagrim nun tot ist, lockert sich ihr Griff um die Jarltümer. Habt ihr jetzt das Sagen in Einsamkeit? Nicht offiziell. Zumindest glaube ich das nicht. Es ist, als ob die ganze Welt um mich herum zusammenbricht. Doch die Stadt steht noch, das ist wenigstens etwas. Ich mache mir mehr Sorgen um unsere Freunde. Wir haben Lyris und Fenn zurückgelassen, um eine Horde Gramunholde abzuwehren. Oh, ich bin sicher, Lyris kommt klar und Fenn ist bereits Vampir. Die werden ihn nicht zum Vampir machen können, das hatte ich fast vergessen. Hoffentlich konnten sie den Innenhof verteidigen und diese Monster von der Stadt fernhalten. Geht und seht nach ihnen. Ich muss mich sammeln. Einsamkeit braucht jetzt Prinzessin Svana. Und ich bin noch nicht bereit dafür. Ich glaube, du bräuchtest eher Hilfe als Lyris und Fenorian, aber ich werde Lyris und Fenorian finden. Hab Dank. Helft ihnen und allen anderen nach besten Kräften. Ich tue das Gleiche. Sobald ihr mit ihnen fertig seid, suche ich euch auf und dann überlegen wir, was wir als nächstes tun. Ja, das machen wir nicht jetzt, ist ja klar. Es ist jetzt nur eine Vorschau auf das, was das nächste Mal kommt, wenn Velaya in Himmelsrand, im westlichen Himmelsrand zu tun bekommt. Wir machen nur eine Vorschau. Glaubt ihr, dass die Gefahr vorüber ist? Ja, Götter, ich will es doch hoffen. Haben wir nicht schon genug mitgemacht? Ich muss mit eigenen Augen sehen, was sich ereignet hat. All das Leiden und all der Schmerz, für den mein Vater verantwortlich ist. Doch ich kann das wieder gut machen. Oder es zumindest versuchen. Tja. Gut, das wäre also dann als das nächste Mal dran. Ich lese es mal vor. Einsamkeit hat Großkönig Svagrims Gramstub überlebt. Wir nehmen das jetzt mal als Epilog. Doch die durch seinen Verrat heraufbeschworene Gefahr bleibt weiter bestehen. Kann Prinzessin Svara die Risse wieder kitten und um des Königreichs Willen weitermachen? Svana hat mich gebeten, nach Lyris und Fenorian zu sehen. Wir ließen sie im Innenhof des Kastells Trutz zurück, damit sie die Horden von Gramunholden zurückhalten, wenn wir uns Svagrim stellten. Hoffentlich haben sie überlebt. Natürlich, Lyris kriegt nichts kaputt. Das würde mich schon sehr überraschen. Gut, da... Das... Da müssten wir hier hin. Mache ich, also wie gesagt, das war jetzt... Das haben wir jetzt als Epilog genommen. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in eins meiner Häuser mit Monturtisch und schauen uns dieses Schwert an, das wir jetzt bekommen haben. Und dann schließen wir die Folge. Wenn euch der Monturstil dieses Schwert nicht mehr interessiert, könnt ihr an dieser Stelle jetzt theoretisch Feierabend machen. Irgendwas mit Wolf war das jetzt, ne?
das Schwert. Irgendwas mit Wolf. Ja. So. Wir verwandeln uns wieder zurück in... Ja, Wonder Woman mit der normalen Rüstung. Waffenstile, Haupthand, Wolf. Replik des Schwerts, Wolf von Einsamkeit. Genau. Ja, ist ein nordisch anmutendes Schwert, aber es schaut gut aus, schaut realistisch aus, aber ist jetzt von der Bauart her ein normales Schwert eigentlich. Gutes Schwert, aber ein normales. Gut, dann haben wir das geklärt. An der Stelle sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.